Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Survivor. Wir werden Boat verfolgen auf nach Nova Garen. Haben Kurs auf das Nova Garen System. Ein paar imperiale Funksprüche, nichts Unerwartetes. Okay. Seher, ich weiß nicht, ob Sie mich hören können, aber ich werde Sie vermissen. Das wird jeder von uns. Das Traurige ist, die haben sich alle so lange nicht gesehen. Jetzt haben sie sich wieder mehr gesehen. Gerade wieder so richtig dicke alles geworden und dann stirbt sie halt so weg. So ein Scheiß. Scheiße. Ich kann einfach nicht aufhören, an Seer zu denken. Ich auch nicht. Ich werde das Pylons nie mehr so sehen können wie früher. Sie hat das Geld vorgestreckt, aber sie konnte es einfach nie besuchen. Und jetzt wird sie es niemals. Tut mir leid, Chris. Ja. Mir auch. Ich hätte ihr gern wenigstens einmal alles gezeigt, weißt du. Wie geht's dir? Es ist wieder passiert. Unsere Freunde, unsere Familien sind tot. Ich weiß. Es tut mir leid. Das ist nicht deine Schuld. Aber ihr Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Dach der Hangarbucht. Eis, das erinnert mich an Illum. Wir haben viel durchgemacht, was? So weit, so gut. ISB-Basisstruktur. Die imperiale Sicherheitsbehörde hat im Zentrum eines gefrorenen Asteroidenclusters einen Hochposten und eine Operationszentrale eingerichtet. Wo könnte man besser unbemerkt bleiben? Ha. Das ist wirklich ein Asteroid, wie ich es gesagt habe. Wohin? Wir müssen ihn finden, BD. Falls er überhaupt noch hier ist. Beides weiter oben. Ah, hier. Inquisitorenlackierung. Holy shit. Solche Elektronenwände werden in imperialen Hochsicherheitsbasen eingesetzt und erlauben nur nicht-organische, sie unversehrt zu passieren. Alles andere wird schmerzhaft daran erinnert. Aua. Versuchen wir es nochmal. Ja, irgendwas sagt mir, dass das nicht irgendeine imperiale Basis ist. Ah.
Wie soll ich da reinkommen? Ändern wir den Winkel. Was sollen sie machen? Keine Ahnung. Geht sich weiter. Aber hier geht's auch nirgendwo weiter. Ist halt ein Ding. Super-Druide. Nicht, was ich hier machen muss. Am besten will nicht. Ich kann mal nur vorstellen, wie die irgendwie durchzuschauen. Ha. Ich weiß es nicht, wie es hier weitergeht. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man hier machen muss. Ich muss sie wohl kurz lesen. Der, das kann's doch nicht geben. Was muss ich denn hier? Nee, oder? Ich krieg Schaden, wenn ich dagegen laufe, aber ich kann durchspringen. Das kann nicht euer Ernst sein.
Das ist ja peinlich. Das ist ja absolut peinlich. Oh, mein Fehler. Ich hab gedacht, wo ich halt, komm ich halt nicht durch. Fertig. Nur Druiden. Ich hab Schaden bekommen. So eine dämliche Scheiße. Na, da sind sie schon wieder alle. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr. Mit den Sicherheitsprotokollen des Hangars stimmt was nicht. Er ist ein Offizier der imperialen Sicherheitsbehörde. Sie sind die Geheimpolizei des Imperiums. ISB-Agent. Die Agenten der imperialen Sicherheitsbehörde nehmen ihre Arbeit, die Untersuchung interner und galaktischer Sicherheitsangelegenheiten, äußerst ernst. Sie schützen ihre eigene Zuständigkeit, vertrauen nur sich selbst und behandeln alle anderen meist schroff und herablassend. Abgesehen von ihren Kenntnissen in Politik und Bürokratie sind sie nicht gerade für ihre Kampfkraft bekannt und dürften in einem Feuergefecht rasch scheitern. Toll! Du wirst mir Zugriff auf das Terminal geben. Nein, ich kann nicht. Sie sind nicht autorisiert. Ich bin autorisiert. Sie machen keinen Fehler. Sie sind autorisiert. Zugang gewährt. Boat will seine Flucht antreten, greift auf die Gedanken eines imperialen Agenten zu und zwingt ihn, ihm Zugang zu gewähren. Wenn das eine ISB-Basis ist, was macht Boat dann hier? Vielleicht arbeitet er für den imperialen Geheimdienst. Ich brauche Hilfe. Der Jedi offen. Hoffentlich ist verstanden. Noch kein Alarm. Ach, das ist eine Abkürzung. Oh. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Denn Weg zieht neuerdings alle Register. Kannst du es ihm verdenken? Der Kampf ums Budget wird immer härter. Wenn du mich fragst, ist die Inquisition... Lass uns gemeinsam kämpfen. Das könnte dich jetzt ein bisschen... Registriere Interferenz. Ausschalten. Kannst du...
erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weitere... Backup-Server. Die Sicherheitsprotokolle verlangen für den Fall eines unerwarteten Energieausfalls oder feindlicher Eindringlinge mehrere Backup-Server in einem geschlossenen Netzwerk. Ich gehe los. Sei vorsichtig. Wir dürfen Bord nicht wissen lassen, dass wir ihm hierher gefolgt sind. Auslöschungstruppler auf dieser Basis. Ich kann es immer noch nicht glauben. Lord Vader und die Inquisition müssen einen Verdacht hegen. Vielleicht ist Commander Denwick mit seinen Intrigen zu weit gegangen. So oder so, das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Ich hab... Hier schleicht ein... Ein Terminal. Vielleicht ist Bord in der Datenbank. Bord ist definitiv hier. Er hat ein Zimmer in den Offiziersquartieren. Hey! Wunder! Oh. Ein Kampf zwischen intelligenten Gegnern. Kann ihn nicht verfolgen! Mann an Bord! Er weicht sehr schnell aus! Ja. Unsere Artillerie ist außer Gefecht! Wir stecken in Schwierigkeiten! Angriff erfolglos. Kontakt nachdrücklich hergestellt. Das werden Sie bereuen. Oh, GG, Digga. Während ich das Teil finish, greift er mich an. Unnötige Gewalt. Ich möchte hiermit als Erster unsere Gäste der Inquisition willkommen heißen. Wir sind dankbar, dass Lord Vader Interesse an unseren Operationen gezeigt hat. Wir werden weiterhin beweisen, dass diese Behörde für das Imperium unverzichtbar ist. Unsere Gegner sind zahlreich, aber mit den Informationen unserer Behörde werden wir siegen. Bleiben Sie immer aufmerksam und wachsam. Wir sind die imperiale Sicherheitsbehörde. Wir sind die Augen des Imperiums. Alles klar. Kackbrotzer. Da ist der Stützpunkt, Kommandant. Los geht's. Richtige Lappen, ja. Weißt du, dass das eine Falle war? Wir kommen erst an Bord ran, wenn wir diesen Stützpunktkommandanten finden. Diese Dinger hier können wir also auch noch nichts dran machen. Seer konnte die Dinger einfach kaputt reißen, Alter. Kann den Lift hier nicht benutzen. Ich schau ja hin.
Legitimationskontrollpunkt, imperiale Sicherheitskontrollpunkte sind mit Sicherheitsprotokollen-Scannern ausgestattet, die nicht autorisierten Personen den Zugang verwehren. Das wird dann wohl eher weniger was für euch. Uns würden sie nicht kriegen. Kürzungen kicken, Alter. Abregelung durch Elektronenwände aktiviert. An das der Lift ist nicht hier. Abstand halten. Das ist gut, jetzt haben wir so für die Waffen irgendwie so Tonlackierung. Fordere Verstärkung an. Meldung an Zentralkommando. Ich habe nicht Kontakt.
Stadt wie beschädigt. BD, stimm zu mir! Ich raste hier gleich aus. Auf diesen verhurten engen Raum, Alter. Immer so auf engen Raum sein muss. Bräuchte Hilfe, BD. Irgendjemand, wenn die in Sicht sind. Cal Kestis. Ich hätte erwartet, ich würde euch zuerst gefesselt an einem Verhörstuhl kennenlernen. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ein wenig schräg, oder? Geht jetzt ans Funkgerät und beendet den Alarm. Sonst was. Ihr seid ein Jedi. Ich weiß, wozu ihr fähig seid. Und wozu? Los ans Funkgerät. Jetzt. Hier, Commander Danvik. Der Jedi wurde neutralisiert. Alle Einheiten zurück in Bereitschaft. Jetzt zufrieden? Ich will zu Baut Akuna. Wie habt ihr diese Basis gefunden? Ein Peilsender in Bauts Schiff. Ah, wie ungewohnt nachlässig. Seinen Berichten zufolge seid ihr euch seit Coruscant näher gekommen. Sie befallen ihm, mein Team zu infiltrieren. Korrekt. Boat ist bereits eine ganze Weile meine Waffe. Eine effektive. Anders als die gepanzerten Abscheulichkeiten der Inquisition. Dann ist das also wahr. Sie ist tot, ist allein ihrer Schuld. Nein. Die Jedi-Operation ist nach Holland. Das Imperium hat das Archiv verbrannt. Angeführt von Darth Vader. Lord Vader? Ich muss das beenden, solange ich noch kann. Versteht ihr nicht? Brood hat euch hierher gelockt, um mich zu vernichten. Sie kommen. Ich bin ein toter Mann. Oh je, was kommt jetzt auf den Scheiß? Ach du Kacke. Die imperiale Sicherheitsbehörde. Die imperiale Sicherheitsbehörde ist der mit der inneren Sicherheit befassten Arm des Imperiums. Aufgrund der uneingeschränkten Macht des grenzlosen Budgets und dem Mangel an Kontrolle der ISB lehnten andere Abteilungen des imperialen Militärs strikt ab, dass ihre Autorität nichts galt und Freigaben mit zweierlei Maß erteilt wurden. Jeder Sektor der Galaxis wurde von einem ISB-Einsatzleiter verwaltet, der in eine Hierarchie eingebunden war, die bis zum Imperator selbst reichte. Lank Danvik, Kommandant und Einsatzleiter bei der Imperialen Sicherheitsbehörde, hat während der Klonkriege für die Republik mit Boat Akuna zusammengearbeitet. Er hat Boat die Mission übertragen, Sierra Yunta zu finden. Das muss gehackt werden. Oh, das ist gut. Datenbank-Einträge werden jetzt auch gefunden.
Die Uniformen einer ISB-Offiziers, imperiale Uniformen, sind bekannt dafür, eine einschüchternde Förmlichkeit auszustrahlen. Dragkomfort ist dabei Nebensache. Bord muss erst an uns vorbei, um zu seinem Schiff zu kommen. Beeilen wir uns. Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig überhaupt bin. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dorthin, haut rein. Euer Worldgamer YouTube. Ciao.